freue mich sehr auf Professor Peter Leier und Julia Enders. Herzlich willkommen. Sie sagt übrigens, das finde ich einen tollen Satz, der Darm ist sowas wie das schwarze Schaf unter den Organen gewesen, muss man ja auch sagen. Sie haben dem Darm ein Gesicht gegeben. Sie haben den Ekel vor dem Darm sozusagen genommen und außerdem geben schwarze Schafe, finde ich, die beste Wolle. Wie hat denn der Darm Ihr Leben eigentlich verändert? Naja gut, ich hatte ja schon einen vor dem Buch und eben. Fand es aber schön, ihn besser zu verstehen und dadurch besser mit ihm zusammenarbeiten zu können. Das hat durchaus einen positiven Effekt in meinem Leben gehabt, auch so ein bisschen, ich hatte ja selber so eine Hautkrankheit, das wurde dadurch irgendwie besser, dass ich mehr verstanden habe, was ich mit meinem Körper mache, und ich finde es auch immer wieder angenehm, in einem Bereich zu arbeiten, der mit dem Darm zu tun hat, weil ich finde, man begegnet da eigentlich den Menschen immer auf Augenhöhe, egal wer so vor einem steht. Das ist was sehr Menschliches. Ja. Ja. Oder? Das ist bis jetzt zumindest meine Erfahrung. Da ist absolut was dran. Ich habe sogar irgendwo gelesen über Sie, dass als dieser große Hype war 2014 und Sie auch in vielen Talkshows, viele Lesungen hatten, dass Sie irgendwann gesagt haben, vor lauter Lesen, vor lauter Reisen, vor lauter Sendungen im Fernsehen, habe ich richtig Heimweh nach dem Darm. Stimmt das? Ja, es war so ein bisschen auch Heimweh nach was Konkretem, weil das war natürlich ein lustiger Ausflug. Ich habe viel gelesen, es war einfach ein Thema, in das ich mich so reingesogen habe, und darüber dann Leuten was zu erzählen und so zu sehen, dass der Effekt eigentlich der gleiche ist, nämlich dass man erstmal so überrascht ist von einem Organ, wo man vorher dachte, auf die Toilette gehen oder pupsen, und dann plötzlich erkennt man, wow, ist ja so wie ein Bekannter oder ein Verwandter, wo man denkt, der hat so einen langweiligen Job, und auf einmal merkt man, der hat so ein abgefahrenes Hobby und ist ein ganz toller Mensch, so ein bisschen. Und der Effekt ist schön, und den auch in anderen so zu erzeugen, das fand ich auch eine sehr schöne, gute Aufgabe. Aber nach einer Weile beantwortet man ja irgendwie immer nur noch Fragen über was, und ich kam mir nicht mehr vor wie jemand, der ganz viel gelesen hat und sich irgendwie ein paar Sachen angeeignet hat, sondern wie jemand, der irgendwie nur noch so aufbereitet und Fragen beantwortet. Und so dieses Heimweh nach Konkreten, auch so, auch wenn ich es manchmal währenddessen verflucht habe, im Labor stehen und was machen, bis man ein Ergebnis hat, das sind doch ganz unterschiedliche Welten. Und ich habe einfach gemerkt, es ist schön für mich, beides zu haben, in ausreichender Menge. Und der Darm hat seine Faszination bis heute behalten. Ja, definitiv. Und ich lerne ja jetzt auch immer wieder Neues dazu. Jetzt bin ich ja bei Professor Leier im Krankenhaus und habe sehr, sehr gute Oberärzte, von denen ich mir einfach, die ich einfach erstmal beobachte, wie sie Sachen machen, was sie machen, und dann mich da so ein bisschen durchnavigiere. Mhm. Und es ist alles spannend. Wie war das denn bei Ihnen im Krankenhaus, als sich das vielleicht auch rumgesprochen hat? Da kommt jetzt Julia Enders, die hat einen Millionen-Bestseller geschrieben. Und die will jetzt, und das ist ja eine, wirklich ohne bei jedem Spaß, eine ganz ernsthafte Geschichte, die geht bei Ihnen ins Krankenhaus, um dort sozusagen als Assistentin dann vorbereitet zu werden. Na, wir haben uns ja vorher kennengelernt schon. Frau Enders hat ja zweimal hospitiert bei uns und hat die Kollegen kennengelernt. Die Kollegen haben sie zumindest wahrgenommen und kennengelernt. Und ich persönlich war dann auch sehr, sehr positiv berührt, als sie sich dann letztlich für uns entschieden haben. Sie haben ja, sie hat ja Angebote, kann man sich vorstellen, nicht? Weltstar. Ist das so? Ja. Ja, oder? Ja. Von wo kamen die Angebote denn so? Das sagen das wir sagt man nicht, nein. Nein, aber ich frage aber trotzdem nochmal. Aber es war dann so, ich hatte einen sehr, sehr guten Eindruck. Und zwar deswegen, weil ich den Eindruck hatte, und ich kann vorwegnehmen, der Eindruck hat sich mehr als bestätigt, dass Frau Enders eben nicht zu uns kommt in der Rolle als eine Weltbestsellerin sozusagen, sondern als eine junge Assistenzärztin, die das Fach seriös von der Pike auf lernen will. Und wiewohl es nicht zu verleugnen ist, dass es sicherlich Einzelne gab, die gedacht haben, jetzt kommt da so eine Ulknudel zu uns. Natürlich haben alle ihren Flash geguckt. War dann nach den ersten Tagen und zwei, drei Wochen klar, hier ist eine intelligente, fleißige, hochintegrierbare und integrierwillige Mitarbeiterin da, die uns einfach bereichert, die aber auch durch ihre Neugierde, intellektuelle Neugierde und ihre Frische und ihre Vorgehensweise auch eine neue Dimension nochmal bringt zum Team. Und ich kann sagen, rundum, und ich kriege die Meinungen ja schon
teilweise sehr ungefiltert, dass Frau Enders voll integriert ist, sehr beliebt und akzeptiert ist. Und es war rundum ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten bisher. Ganz, ganz zart kam. Dankeschön. Das habe ich ja noch nie gesagt, aber ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit. Ja, es ist eine sehr gute Gelegenheit jetzt. Ja, aber wie wichtig war Ihnen denn tatsächlich von Beginn an auch diese Ernsthaftigkeit? Also wir haben auch vorher gesprochen, Sie haben ja gesagt, natürlich gab es im Krankenhaus auch den einen oder die andere, auch aus der Verwaltung, die gesagt haben, oh, das können wir ja auch vielleicht fürs Marketing, für die Werbung nach außen unheimlich nutzen, dass wir jetzt einen Prominenten bei uns haben. Da haben Sie gleich gesagt, stopp. Ja, also ich hatte im Vorfeld bereits, ich sehe gerade dann Heiner Krammer, der den Kollegen Krammer, der sehr, sehr gut kennt und den ich wiederum auch gut kenne und der mir da auch alle Bedenken genommen hat. Das ist ja schon auch in unserem Krankenhaus so, dass wir einen gewissen Anspruch haben. Aber ich habe dann auch erlebt, dass Frau Enders eben diesen Teil ihres Berufswegs jetzt ernst nimmt und zwar zu 100% und nicht parallel ein Leben führt im Glamour. Und tatsächlich gab es, was sie könnte, was sie aber nicht nur nicht tut, sondern aktiv ablehnt. Und ich habe das Bild beobachtet, wie sie reagiert hat auf entsprechende Ansinnen, zum Beispiel von unserer PR-Abteilung, die jetzt nicht mehr da ist bei uns, diese spezielle Komponente unserer PR-Abteilung. War die so erfolgreich? Mit der blöden Idee, Frau Enders jetzt zum Vermarkten des Krankenhauses zu benutzen. Und ich hatte mal geguckt, wie sie reagiert. Und sie hat genauso reagiert, wie ich es erhofft hatte. Hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich mache sowas gar nicht mit. Und da habe ich gesagt, Frau Enders, genau richtig. Vielen Dank für diese für die Entscheidung. Ja. Nein, Frau Enders ist eine, ich sag mal, ganz normale, gute, außergewöhnlich gute, aber ansonsten normal, gut verwurzelte. Wie finden Sie es eigentlich, dass wir über Sie die ganze Zeit reden und Sie stehen dazu? Solange ich lobe, kann ich es gut aushalten. Bodenständig verwurzelte Kollegin und alles, was so para läuft, das hält sich sehr im Rahmen und ist nicht übertrieben. Sie haben sich, jetzt können Sie mal alles zurückgeben an Würdigungen und Komplimenten. Nee. So. Sie müssten nur das Mikrofon ganz kurz abgeben, Herr Leier. Aber ganz im Ernst, Sie hatten viele Angebote, haben wir gehört. Hatten die das beste Angebot gemacht oder gab es einen anderen Grund, nach Hamburg ans israelitische Krankenhaus zu gehen? Naja, also ein Hauptfaktor war schon auch so die Fokussierung auf den Darm. Und auch eben einfach die Überlegung, was kann ich im Bereich Darm lernen und wo kann ich es jetzt erstmal gut lernen. Es gibt natürlich gute Krankenhäuser in Deutschland, aber oft sind da auch ein bisschen mehr Leberpatienten mit reingemischt. Und die wollten Sie nicht? Nicht so gerne. Das kann, darf ich schon sagen. Und ich muss sagen, ich finde auch immer noch sehr angenehm, dass es ein Krankenhaus ist, in dem ich auch noch die Freiheit habe, Patienten ein bisschen da zu behalten, wenn es denen noch nicht so total gut geht. Also, dass nicht so ein enormer Druck da ist, sondern dass ich mich schon auf den Patienten fokussieren kann. Das finde ich sehr angenehm. Und ich finde es natürlich dann toll, mit so Oberärzten zusammenzuarbeiten, die einfach eine wahnsinnige Kenntnis haben und wo man dann auch Krankheiten entdeckt, die vielleicht irgendwo anders noch durch die Lappen gegangen sind. Das ist natürlich super schön, auch Assistenzarzt dann zu jemand hinzugehen und dem was sagen zu können, eine seltene Motilitätsstörung erklären zu können oder damit helfen zu können. Das ist natürlich eine dankbare Aufgabe, wenn man das machen darf. Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag, die erste Begegnung, als Sie in Hamburg waren? Hatten Sie so ein bisschen Bammel oder Muffe? Wie würden die anderen reagieren, die Kollegen, die Patienten? Also ich wusste eigentlich schon aus meinem praktischen Jahr, dass ich nicht so wirklich erkannt werde. Das war da auch immer so kein Problem. Also ich gehe ins Blut abnehmen und manchmal liest da jemand mein Buch, während ich dem so Blut abnehme. Und das ist also, daher hatte ich jetzt nicht so Probleme. Fragen Sie mal, wie gefällt es Ihnen? Ist das was für Sie oder ist doof geschrieben? Nee, meistens halte ich mich zurück. Einmal habe ich so gefragt, und, kann man das lesen? War dann so, ja, ganz witzig. Geht schon. Aber sonst lasse ich die Leute in Ruhe. Funktioniert in 40 Sprachen mittlerweile, ist eigentlich unglaublich, ne? Ja, schon. Ja.
Wir sind beide große Freunde des Damus. Und was ich ja bei Ihnen, wo ich den Hut vorziehe und wo ich einen riesen Respekt vor habe, ist, dass Sie es wirklich schaffen. Es ist ja gar nicht ein, man kann nicht sagen, Sie haben jetzt gesagt Klamauk oder so ähnlich. Es ist ja gar nicht ein witziges Buch in dem Sinne. Es ist ein Buch, das einfach nur erklärt in einer Art Übersetzung, was im Darm und was mit dem Darm eigentlich passiert, sodass es jeder auch verstehen kann. Und jetzt schreiben Sie eigentlich am nächsten Schritt weiter, an der Doktorarbeit. Na, der größte Teil ist jetzt schon geschrieben, jetzt geht es noch so um die letzten kleinen Zipsel. So, dann können Sie ja verraten, worum es eigentlich genau geht. Also ich habe genauer angeschaut, wie sich ein bestimmtes Bakterium an uns festhält, weil Bakterien, damit die irgendwo bleiben, auch im Darm oder auch mal irgendwo anders, sind ja auch in der Lunge, auf der Haut, da müssen sie sich ja ein bisschen festhalten können. Und dafür haben die bestimmte Sachen auf ihrer Oberfläche, die passen manchmal ganz gut zu Sachen auf unserer Oberfläche. Und da anzuschauen, wie funktioniert dieser Mechanismus, kann man den vielleicht durch was anderes hemmen, sodass man die nicht nur durch Antibiotika los wird, sondern auch noch durch andere Stoffe. Das war so eine Sache, die ich spannend fand, aber vor allem wollte ich erstmal lernen, wie arbeitet man überhaupt mit Bakterien, was sind da so Techniken, und das habe ich dabei gemacht, zu einem Teil. Und sind zu einem Ergebnis gekommen? Hat ganz gut geklappt, aber ist ja noch nicht veröffentlicht. Nee, deswegen sagen Sie auch nicht mehr dazu. Ne? Genau. Aber es ist eine ganz tolle Frage. Haben Sie eigentlich Darm mit Charme gelesen? Die meisten Kapitel habe ich gelesen. Und auch die Bilder habe ich. Bilder haben Sie geguckt? Ja. Die Bilder sind von der Schwester, die Grafikdesignerin, Kommunikationsdesignerin. Da ist es sehr schick. Ich habe es halt jetzt nicht von A bis Z genau gelesen, weil ich nach kurzer Zeit überzeugt war. Sie haben es verstanden, relativ schnell, oder? Das ist, ja, ich kam mit und ich habe, es ist tatsächlich bei allem lockeren Stil, ist es auch da wieder seriös. Das habe ich sozusagen gecheckt. Ob hinter der oberflächlich erscheinenden Diktion Substanz ist, und das ist Substanz. Und ich musste dann nicht alles nochmal neu nachlesen, aber das, was ich gelesen habe, war alles Hand und Fuß. Gut. Quer? Ja, diagonal. Diagonal, okay. Das ist was ganz anderes. Was fällt mir nur gerade ein, die Schwester, klar, die hat sie auch immer schon bei ihren Auftritten sehr früh mit ihren Grafiken begleitet, aber es war auch immer die Rede von den drei Tanten, die gesagt haben, hey, Julia studiert Medizin, das ist ganz toll. Und als sie dann gesagt haben, ja, aber ich spezialisiere mich auf den Darm, da war die Begeisterung ein bisschen, sagen wir mal, defensiver. Wie reagieren die heute? Gibt es die drei Tanten noch so in der defensiven Haltung? Oder? Man muss ja die Privatsphäre auch von den Personen um sich herum respektieren. Deswegen habe ich eventuell nur drei Onkel. Das waren also die drei Tanten. Die finden das ganz nett jetzt alles. Okay. Ja. Was ist für Sie bis heute das Faszinierende an diesem Organ, an dem Darm? Dass Sie ein Leben damit eigentlich verbringen so, wollen? So eine Vielschichtigkeit, so sensibel und klug zu balancieren. Also wir haben ja tolle Organe sonst, die ganz viel so Neuronen clever vernetzen und irgendwie super lange die ganze Zeit pumpen. Wow, aber jemand, der irgendwie mit Hormonen, mit Bakterien, mit dem Immunsystem, auch mit seinen Muskeln und Nerven, alles so clever balancieren muss, mit dem Gehirn kommuniziert, mit den anderen Bereichen, auch richtig verbandelt ist, so ein cleverer, sensibler, mitfühlender Balancierer. Das ist das Bild, was ich vom Darm habe. Das klingt wie ein guter Kumpel eigentlich. So. Ja, und deswegen sollte man dann zur Darmspiegelung gehen und ihm auch was Gutes zurückgeben, sich um ihn kümmern. Ja. Und da haben Sie mir gesagt, das Tolle ist ja eigentlich, dass wenn bei einer Darmspiegelung man tatsächlich was findet und das direkt auch lösen kann, das Problem, der Dank in den Augen der Patienten. Ja, ich habe natürlich dann eher so die Aufgabe, ich spiegel ja jetzt noch nicht, da bin ich ja noch viel zu sehr am Anfang, aber die Aufgabe danach dann zu dem Patienten noch hinzugehen, zu erklären, was haben wir da gesehen, was haben wir da rausgeklipst, und zu sagen, jetzt ist da alles weg, das sieht jetzt erstmal gut aus, die sahen auch nicht so schlimm aus, dann kommen sie doch in dann und dann wieder, und das fühlt sich irgendwie nach einer einfachen, leichten, schnellen Art an, was zu begegnen, was eventuell was viel Schlimmeres werden könnte, und das ist doch erstmal irgendwie eine gute Rechnung. Ja, absolut. Reden wir noch ein bisschen ganz kurz über die Zukunft. Wir haben ja schon gehört, es gab viele Angebote. Steht da irgendwann auch eine Vertragsverlängerung an? Oder wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Der Vertrag läuft noch. Ah,
Und ohne Ausstiegsklausel? Ohne Ausstiegsklausel und mit hoher Ablösesumme. Haben Sie den so unterschrieben, den Vertrag? Ich würde alles bei Professor Leier unterschreiben. Oh. Ah. Das war jetzt da und mit ganz viel Charme. So. Wie stellen Sie sich tatsächlich Ihre Zukunft vor? Also im Moment fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr wohl da, wo ich bin, da, wo ich gerade lernen kann. Und ich merke, was ich schon merke, ist, auch wenn ich mir wirklich viel Mühe gebe, auch meine Zeit ist begrenzt. Und den Patienten immer alles so weitgehend zu erklären, wie ich das natürlich in dem Buch mit viel Zeit die Möglichkeit dazu habe, sind immerhin ja schon ein paar Seiten, das habe ich nicht immer. Und das habe ich auch schon davor immer verstanden, dass es nicht immer möglich ist. Jetzt verstehe ich aber noch ein Stückchen besser, warum es schon auch gut ist, Wissenschaft und Medizin nochmal separat zu kommunizieren und warum das nicht nur alles die Aufgabe von dem Arzt, der behandelt, verwaltet, dokumentiert sein kann. Also da irgendwann, und auch wenn es nur was Kleines ist oder nur kleine Videos, in denen man nochmal was erklärt, sowas irgendwie nochmal zu machen, das schließe ich nicht aus, aber im Moment bin ich da, wo ich bin, ich fühle mich sehr wohl und ich brauche noch eine Weile, bis ich mehr dazugelernt habe. Wie wichtig ist denn auch mal wirklich diese Ernsthaftigkeit auch darzulegen und darzustellen, dass es eben nicht nur ein Bestseller war, ein Bucherfolg, der vielen Spaß gemacht hat, sondern dass wirklich da wirklich ein ganz ernsthaftes Interesse an dem Organ, an der Medizin steckt? Gut, also ich finde, es geht ja im Endeffekt um den Sinn. Ob ich das jetzt ernst oder humorvoll oder witzig oder wie auch immer mache, das ist mir dann irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich weiß, dass ich da gut dran gearbeitet habe, dass es vielen Leuten hilft und das reicht mir. Und vielleicht, wenn ich dann älter werde, ist mir Ernsthaftigkeit auch noch wichtiger. Ich weiß es nicht. Jetzt ist mir erstmal so der Sinn vom Ganzen wichtig und ich glaube, das hat bei einigen Leuten schon was bewirkt und auch irgendwie was gebracht und damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Ja, das ist große Klasse, was Sie da geschafft haben. Abschlussfrage ganz persönlich, Professor Leier, an Sie. Ich kenne 11 junge Fußballer aus Deutschland, die haben morgen ein wichtiges Spiel vor sich. Und es könnte sein, dass der Druck sehr, sehr hoch ist. Was raten Sie als Darmexperte gegen zu großen Druck? Erste Frage, welche 11 sind es denn, die morgen spielen? Ich dachte an die 11... mit dem weißen Adler auf der Brust und mit dem schwarzen Adler. Ja, aber die Frage ist ja die Aufstellung. Achso, welche 11? Ja, welche 11? Die weiß ich jetzt im Moment nicht. Wolfram, weißt du das schon? Auch nicht, ne? Ja? Auch nicht. Haben Sie Ich hatte gehofft, Sie würden jetzt vielleicht sagen, ob Özil spielt zum Beispiel oder Khedira. Das ist genau die Frage, die ich nicht beantworten kann. Schade. Also. Was wäre denn, wenn er spielen würde? Der Druck, hoher Druck, aber er ist ein Profi und was haben Sie mit Ihrem Darm gemacht, bevor Sie diese Wahnsinnsaufgabe hatten, sich auf die Bühne zu stellen hier, vor diesem Publikum? Ich habe mich intensiv warm gemacht. Und? Ich bin der Darm? Dreimal zwischen Ludwigshafen und Mannheim hin und her gelaufen, über die Brücke, Konzentrationsübungen. Und der Darm, was hat... Der Darm war bei mir völlig entspannt. Sehen Sie? So wird es bei Khedira morgen auch sein. So. Da bin ich ja beruhigt. Tatsächlich. Nein, Professor Leier, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Julia Enders, schön, dass Sie hier sind und ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank Ihnen beiden, es war sehr schön.